Ein kleiner Junge geht in einen Friseurladen. Der Friseur flüstert zu seinem Kunden, das ist das dümmste Kind der Stadt. Moment, ich zeige es Ihnen. Er nimmt einen 5-Euro-Schein in eine Hand und 2-Euro-Stücke in die andere. Dann fragt er, na Junge, such dir eine Hand aus, welche willst du? Der Junge nimmt die 2 Münzen und geht. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Spottet der Friseur. Der Bengel lernt es nie und nimmer. Etwas später verlässt der Kunde den Salon und geht auf die Straße. Dort sieht er den Jungen an der Eisdiele stehen. Neugierig fragt der Mann, hey Kleiner, ich habe mal eine Frage. Warum nimmst du lieber die 2 Euro und nicht den 5-Euro-Schein? Der Junge leckt an seinem Erdbeereis und sagt, an dem Tag, an dem ich den Schein nehme, ist das Spiel vorbei.